Leute, heute stelle ich euch das Plugin MyRangSystem vor. Dieses Plugin ist ein Rangsystem. Dort könnt ihr Spieler in eine Gruppe setzen und dann werden diese halt vom Server gekickt und dann sind sie in einer anderen Gruppe. Bei dem Plugin könnt ihr auch den Befehl umändern. Das bedeutet, ihr könnt es auch mit Cube Manager benutzen und ihr könnt die Zeit einstellen, wie lange man diesen Rang behalten soll. Ich würde sagen, wir installieren uns das Plugin mal. Ich habe das Plugin jetzt mal hier installiert. Dort bildet sich ein Ordner. Ich habe natürlich hier noch PermissionsX und ChatX installiert, weil wir natürlich auch ein Permissions-System brauchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Ordner. In dem Ordner ist eine config.html, dort gehen wir auch mal rein. In der config.html müssen wir hier erst einmal eine MySQL-Datenbank einstellen. Dies muss geschehen, da das Plugin halt in der MySQL-Datenbank abspeichert, wie lange ein Spieler noch der Rang hat. Das mache ich jetzt mal. So, ich habe jetzt die MySQL-Datenbank eingestellt. Jetzt können wir hier noch den Command einstellen, der ausgeführt werden soll, wenn ein Spieler einen Rang bekommt. Und hier können wir noch den Command einstellen, der ausgeführt werden soll, wenn ein Spieler den Rang verliert, also wenn der halt abläuft. Wenn ihr halt Cube Manager habt, dann schreibt ihr halt den Command vom Cube Manager hin. Hier oben man gekickt werden soll, wenn man den Rang bekommt. Und hier welche Message dann kommen soll. Hier müsst ihr alle Ränge angeben, die ihr habt. In meinem Fall ist das jetzt mal nur Spieler und natürlich Admin. So. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich in-game wieder. So, jetzt bin ich hier in-game. Man kann anhand des Chat-Formats auch sehen, dass ich momentan Spieler bin. Ich habe momentan halt OP, um den Command auszuführen zu können, den /setRangCommand. Der Command geht nämlich wie folgt: /setRang, dein Spielername, in meinem Fall erstmal Manugan, und dann Admin. Und dann müssen wir eine Zeit angeben, zum Beispiel 30 und dann D. Das bedeutet 30 Tage. Da es jetzt aber zu lang ist zum Testen, sagen wir jetzt einfach mal 20 S, also 20 Sekunden. Dann werden wir gekickt und hier steht neuer Rang Admin. Und was in den Chat schreiben, dann sehen wir auch schon hier Admin Manugan. Und wenn wir jetzt eine kurze Zeit mal warten, dann sind wir wieder Spieler. Ich warte jetzt mal kurz. So, und wenn ich jetzt wieder was in den Chat schreibe, dann sehen wir auch schon, ich bin wieder Spieler. Das war's jetzt von dieser Plugin-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.